Bis zum ersten Haus sind es 1,4 Kilometer. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Weiß ich nicht. Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Hilbert! Wenn wir keinen Sondermüll mehr verbrennen, verbrennt die Sonderwirtschaft Bündnis 79 die Sondermüllverbrenner. Ja, das ist halt alles, was uns Geld bringt, ne? Ich meine, klar, ohne Bevölkerung sind wir dem Untergang geweiht. Jetzt funktioniert es jetzt gerade zumindest mal mit der Klamottenproduktion, so halbwegs, ne? Also es ist jetzt immer noch nicht geil, aber wir produzieren wenigstens ein bisschen Klamotte. Ist natürlich noch ein weiter Weg bis zum Export. Auch hier, wir haben wirklich ein Problem, was die Produktion von Lebensmitteln gerade angeht. Auch das ist natürlich gerade am Limit. Unsere Schulen kommen langsam hinterher. Also, wir sind gerade am Aufwind. Aber ich weiß halt noch nicht, ne? Es hat gerade eine ganz, ganz knifflige Geschichte. Ich meine, wir könnten hier mit einer Straßenanbindung, könnten wir hier so an der Seite am Holz, an der Holzgeschichte vorbeigehen und dann hier hinten zum Beispiel die Müllverbrennungsgeschichte hinbauen. Und dann mit einer Straße hier runtergehen bis zur Grenze, mit einer zweiten Straße hier rübergehen bis zur Stadt, damit die Leute schnell dahin kommen. Das könnten wir schon machen, ne? Ich meine, wir bräuchten ja nur die Infrastruktur grob nochmal. Also wir müssten jetzt hergehen und sagen, pass mal auf. Also, kurze Umfrage an das Politkomitee hier. Sollen wir, würde das reichen, das hier weiter rüber zu bauen? Also momentan steht das Gebäude hier. Ja, also hier. Und hier ist die Stadt. Würde es besser sein, wenn wir das wirklich genau an die Grenze stellen und dann halt anschließen? Oder lieber nicht? Wir könnten das auch da unten hinbauen. Das spielt für mich keine Rolle. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, weil hier so eine schöne Fläche ist. Wenn neu bauen, dann direkt mit Verstromung. Das können wir auch noch nicht, ne? Das ist noch nicht drin. Aber wir haben bald die geologische Karte, ne? Ich bin da dagegen, okay? Nö. Wenn neu bauen, Verstromung direkt an den Übergang, nein. Ja, also es wäre halt jetzt die Überlegung. Auf der einen Seite, wir sind auf das Geld gerade maximal angewiesen, ne? Wenn das bei maximaler Produktion läuft. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit, statt der kleinen, eine große da unten hinzubauen, ne? Wir könnten das auch hier oben drauf bauen, ne? Das wäre jetzt auch kein Problem, hier mit einer Brücke rüber zu gehen oder das hier oben hinzubauen. Es muss bloß halbwegs an der Stadt dran sein, weil ich ja da Leute zum Arbeiten hinbringen muss, ne? Das ist halt, also ich kann jetzt nicht absurd weit weggehen, weil da müssen Arbeitskräfte hin. Muss gucken, wie die Windrichtung ist. Warte kurz. Wo sehe ich das noch gleich? Wie war denn das noch? Ich hab schon wieder vergessen, wie das ging. Was ist denn die Windrichtung? Das war doch hier irgendwo. Konnte man sich das doch anzeigen lassen? Abwasser. Elektrizität. Das war doch hier, oder? Sanierung, Abnutzung. Ah, hier sind freie Wohnungen. Gut, das hilft natürlich auch sehr. Wo ging denn das? Ich weiß, es ging irgendwie. Ich weiß nur nicht mehr wie.
Kann es einer sagen gerade auf die Schnelle? Oben bei Temperatur. Ja, und dann? Und sehe ich das jetzt irgendwie? Ich meine, mit den Schornsteinen ist mir klar, ne? Ich weiß wohl, dass es irgendwie so in die Stadt reinzieht alles. Also so vielleicht. Dachte aber, da gibt es doch noch eine Karte, ein Overlay dazu, oder? Overlay! Schwören können. Das war doch mal, das war doch auch irgendwo hier ging das doch. Das mit der Umweltforschung? Nee, ich dachte, wir haben da mal eine Karte für gefunden gehabt. Mit der Windrichtungsgeschichte. Ich meine nicht, aber da kann ich mich auch täuschen, ne? Nee, vielleicht täusche ich mich da tatsächlich. Möglich ist das schon. Ja. Also was wir sehen ist auf jeden Fall, wir ballern den Dreck nicht genau in die Stadt rein. Um genau zu sein, geht er eigentlich eher an der Stadt vorbei. Also das sollte darüber gehen. Ich denke halt einfach, dass die Verschmutzung trotzdem die Randgebiete hier erreicht. Und hier natürlich ordentlich reinkickt. Weil die halt 3% schlechter sind, wobei die hier hinten kriegen es auch noch ein bisschen ab. Also hier scheint sich wohl so eine Art Kegel rauszukristallisieren, der so vielleicht verläuft, ja. Und deswegen die Gebäude hier an der Randseite noch mitnimmt. Wobei, das macht keinen Sinn, die haben auch viel bessere Gesundheit hier. Hilbert! Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Dankeschön! Verehrte Genossinnen, Genossen und Genossens. Der schwarze Rauch aus der Sondermüllverbrennung ist keineswegs schädlich. Je dunkler, desto besser für Ihre Gesundheit. Richtig. Lassen Sie sich nicht entmutigen und verbrennen Sie weiterhin möglichst viel umweltschädliches Material, die Umwelt zu schützen. Ihre vertrauensvolle Regierung. Richtig so. So ist es. Genau so ist es. Wichtig an der Sache zu erfahren ist, die Umweltverschmutzung ist nicht wirklich weggesunken. Sie ist sogar relativ konstant bei -1,9 in dem Bereich. Die Lebenserwartung steigt jedoch. Das ist für mich jetzt zumindest keine kritische Geschichte mehr. Weil die Lebenserwartung steigt hier durchaus gut an. Wir sind jetzt mittlerweile statt 50 schon fast wieder bei 60 Jahren im Durchschnitt. Als Lebenserwartung. Wie gesagt, der Stand an Kindern steigt, obwohl unsere Zufriedenheit fällt. Nicht ganz nachvollziehbar, aber scheint wohl irgendwie so zu laufen. Die Alkoholabhängigkeit ist auf 8% gefallen, also wir haben schon über 4% eingespart. Und die Geologie ist jetzt gleich durch. Das ist natürlich wichtig und richtig. So, weiter Arbeitskräfte reinholen. Wir brauchen eine massive Migrationswelle gerade, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Anders sehe ich hier tatsächlich kein großes Land mehr. Aber unsere Gesundheit hier hinten ist schlechter. Hier geht sogar. Aber die wohnen ja direkt neben der Klinik, also was kann passieren?
Ist das Wasser fertig? Nein. Wie gesagt, das wird an Arbeitskräftemangel hier tatsächlich mit Abstand liegen, dass die hier nicht fertig werden. 37 Arbeitstage fehlen hier noch, kein Fahrzeug auf der Baustelle. Unsere Baubüros sind allerdings stark beschäftigt mit anderen Baustellen, gerade auch noch querbeet. Das nimmt natürlich auch wieder Leute weg, ne? Weil hier arbeiten überall 5 Leute einzeln und arbeiten hier diese Großmonumente ab, die auch wiederum wichtig sind, weil die Regierungsloyalität absolute Katastrophe bei uns ist. Uns fehlen die großen Monumente sehr. Und wir haben natürlich die ganze Wassergeschichte hoch priorisiert gehabt. Das heißt, auch hier wird natürlich gerade ein massiver Ausbau stattfinden, um die ganzen Wassertanks und den ganzen Spaß zu bauen. Das sieht man hier oben dann auch. Na, hier ist schon was fertig geworden. Hier wird schon zum Teil fertig gebaut. Hier ist was fertig geworden. Die langen Rohrleitungen stehen schon. Also es werden jetzt viele Baustellen gerade, die sehr groß sind, auch bedient. Und das merkst du halt einfach, wenn eh schon kaum Arbeitskräfte hier geholt werden. Ne? Hier unfertige Sanitärgeschichte. Wasserpumpe wird einer gebracht. Da geht's zum Nahrungsbahnhof. Aber jetzt steigen hier mal ein paar Leute ein, weißt du? Das ist ja schon mal was. Wie schaut's mit der Nahrung im Übrigen aus? Der Stand fällt, aber wir produzieren. Wir müssen halt noch mehr produzieren. Also ich weiß nicht, ob es gerade aufwärts geht. Wir waren bei 50% in den besten Zeiten und sind jetzt bei knapp 30%. Also hier schaut es gerade nicht so gut aus. So. 29%. Wie gesagt, also es müssen hier deutlich mehr Arbeitskräfte. 20 Tonnen pro Tag ist natürlich eine Masse, ne? Das ist, so viel verbrauchen wir im Leben nicht. Wir brauchen aber halt natürlich mehr Leute einfach hier unten generell, die an der ganzen Geschichte arbeiten. Was ich gut finde, ist, dass hier natürlich die Kleidung langsamer produziert wird. Mehr Kleidung bedeutet für uns natürlich auch umgekehrt, irgendwann exportieren wir den Blödsinn. Und Klamotten zu exportieren ist unfassbar lukrativ. 3.400, fast 3.500 Rubel die Tonne. Ja. Das ist Cash, was hier liegt. Wenn wir dann mit 80 Leuten irgendwann mal arbeiten, mag das vielleicht noch funktionieren. Jetzt tun wir es aktuell nicht. Wobei auch da schon, wie gesagt, hier, man sieht schon, hier kommen Arbeiter gut rein. Und dann wird hier auch mal ein bisschen produziert. Ne? Also man kann das schon so sehen. Das geht langsam, aber stetig. Und das ist richtig viel Geld, was hier produziert wird. Und hier scheint der Stand langsam zu steigen wieder. Also das Essen ist gut. So, wie gesagt, solange hier mehr Arbeitskräfte kommen, bin ich zufrieden. Jetzt das eine Overlay, was ich sehr gut fand, war das freie Wohnungen. Und da wird natürlich hier erstmal noch gefüllt werden müssen. Kinder. Let's have a look. Es werden weiter neue Kinder geboren. Das schlägt sich zwar noch nicht auf die Schulpflichtigen aus, aber oder durch, aber das ist okay. So, der Alkoholabhängigkeitsstand fällt wacker, wacker, wacker. Die allgemeine Gesundheit geht hoch. Wir sind von 51 oder 50 rum auf 61 hochgegangen. Ein Höchststand ist fast erreicht, den wir in der letzten Zeit generell hatten. Ich versuche mal ein bisschen die Grafik wieder zu erweitern, damit man das ein bisschen relativ sieht, wie das mit der Lebenserwartung war. Wir waren schon deutlich besser. Das ist schon okay. Die Gesundheit, wie gesagt, steigt. Die Alkoholabhängigkeit fällt bodenlos. Ja, bodenlos, sage ich euch. Dafür geht die... Wir nehmen den Leuten den Alkohol weg und dafür rennen sie in die Kirche. Das macht Sinn für mich. Die allgemeine Zufriedenheit fällt allerdings sehr. Konnte keinen Alkohol trinken, macht die Leute natürlich jetzt hier bei uns sehr unglücklich. Das ist mir ein Rätsel gerade. Aber ja. Sagt unsere Polizeidienststelle. Hier läuft es ziemlich solide. Wir können unsere Knackis nicht mehr unterbringen. Wie ist denn die eigentlich jetzt die allgemeine Umweltverschmutzung? Die sinkt rapide ab. Trotz, dass wir das laufen lassen? Ich erhöhe mal wieder die Produktion. Ich will mal wissen, was jetzt hier dauerhaft passiert. Weil die Umweltverschmutzung ist auf 1,3 runter.
vielleicht haben wir nicht lang genug gewartet. Vielleicht dauert das eine ganze Weile, bis das auch hier niederschlägt. Weil das kann sein, dass wir einfach durch, dass der Boden hier verschmutzt ist und das Nachwirkungen hat. Wobei die Gesundheit hier in den Wohnblöcken extrem gut ist, ne? Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Ey, Hilbert! Hilbert sind Alter, Hilbert, geht ab. Und haut 100 Bits raus. Dankeschön. GenossInnen, Genossen und Genieste, wenn Sie in die Produktausgabe im Supermarkt gehen, fragen Sie nach den Qualitätsgütern mit dem höchsten Qualitätsstandard der Republik. Hilbert approved made in Zwergonien. Hilbert, dankeschön! So, meine Lieben, die Geologiekarte, also die geologische Karte, ist jetzt in Arbeit. Wir haben es endlich geschafft, hier die Vorforschung zu machen. Und jetzt geht die Hauptforschung für die geologische Karte durch. Und dann können wir endlich mal gucken, was bei uns in der Umgebung ist, ne? Also, was hier in diesem Talbereich, würde ich sagen, in diesem unmittelbaren Talbereich um uns herum passiert. Ich bin gespannt. 2300 Leute sagen, die Umweltverschmutzung, dass die Umweltverschmutzung zu hoch ist. Ja, ja, das sagen sie die ganze Zeit, das ist schon klar. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wie viele Auswirkungen hat das? Minus 1,3% ist okay. Das ist nicht viel. Ja? Die 300% sind mein Problem für die Wasserversorgung. Das ist eher ein Ding. Die Leitung ist... Wie lange brauchen die jetzt noch? Hier ist ein Kran zumindest da. Das ist ja schon mal was. Und hier arbeitet immer einer. Der braucht noch 6 Tage, bis er fertig ist. Die arme Wurst, ey. Dieses Stück müssen wir halt dringend mal upgraden, ne? Können wir das upgraden, ohne dass irgendwas drauf geht? Das ist meine. Nee, nee, nee. Keine Bauaufträge jetzt gerade, Leute. Baubüroaufträge. Hier sind ein paar Aufträge noch offen. Ja. Aber da sind halt viele Fußwege und so Zeugs. Das ist halt nix, ne? Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Hilbert, Alter. Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Dankeschön. Hier ist die Umweltverschmutzung zu hoch. Da haben wir die perfekte Lösung. Nimm dir einen Keks und schieb die Verschmutzung woanders hin oder ich werf dir einen Baum ins Gesicht. Wieso denn einen Baum einfach? Oh, warte mal, hier. Guck mal, Rohrleitung fertig, Leute. Rohrleitung ist fertig. Jetzt ist nur noch diese Wasseranschlussstation das Problem. Und dann müsste das hier mit richtig viel Wasser laufen. Dann schauen wir mal. Dann müsste auch das hier hinten kein Problem mit der Wasserqualität sein. Bei der Brettergeschichte. Lass uns das mal ein bisschen im Blick behalten. Dann können wir nämlich diese Wasseranschlussstation auch endlich mal löschen. An dem Wasserbrunnen. Weil der Wasserbrunnen ja auch unter anderem natürlich die gesamte Restversorgung hier sicherstellt. Und natürlich auch damit sehr starken oder sehr stark damit zusammenhängt. Wir werden sehen. Das wird jetzt hoffentlich gleich da... Ist das fertig jetzt? Ja, hier kommt frisches Wasser an. Ich spüle das hier mal durch. Und jetzt ist frisches Wasser da. Dann können wir jetzt den Blödsinn hier abreißen, richtig? Ja. Genauso wie diesen Blödsinn können wir auch abreißen jetzt. Warte mal kurz, das spüle ich nochmal schnell. Ich spüle nochmal schnell. Jetzt ist Wasser gut. Gut, dann könnt ihr das jetzt abarbeiten. Das ist sehr schön. Das heißt, unsere Wassergeschichte läuft jetzt dann ohne Probleme. Und das bin ich jetzt mal gespannt, ob es daran lag. Ob jetzt diese 302% runtergehen.
Das müsste jetzt relativ bald passieren, dass diese mega krasse Minusgeschichte wegläuft. Also die Gesundheit müsste jetzt steil nach oben gehen. Also wesentlich weniger Leute beschweren sich auf jeden Fall gerade wegen der Umweltverschmutzung. Ne? Nur noch 1871. Es sollte besser sein jetzt. Ja, es geht runter. Jawohl, Leute, es geht runter. Die haben jetzt von 300 irgendwas Prozent auf 260. Das war okay. Das ist gut. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich relativ zügig damit weitergehen, ne? Also, dass die Leute keinen Alkohol trinken können, finden die natürlich richtig schlecht, ne? Da haben die so gar keinen Bock drauf. Okay. Schaut's denn in den Schulen aus? Die Schule ist gut unterwegs, ne? Also hier finden immerhin Umspannwerk kommen ein paar Leute hin. Da, Alter, Moment, ich komme zu schnell. Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Dankeschön! Verehrte Genossinnen, Genossen und Genost hier, falls Sie es noch nicht bemerkten, Sie müssen kein Wasser mehr von zu Hause mit zur Arbeit nehmen. Der Sondermüll wird durch neueste Technologie aus dem Wasser gefeilert und landet auch nicht mehr aus Versehen. Aus Versehen in Flaschen. Natürlich, aus Versehen, versteht sich. So, schauen wir mal schnell. Oh, guck mal, das ist, Umweltverschmutzung ist ein bisschen nach oben gegangen. Aber dieses Wasser, diese Wassergeschichte ist komplett weg, ne? Okay, jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Kann ich im Overlay sehen, was unsere Leute hier dringend haben wollen? Hier oben ist schlecht. Jetzt warte mal kurz. Das wissen wir halt. Hier oben ist auch... Regierungsloyalität ist generell immer noch eine Katastrophe bei uns. Alkoholabhängigkeit, ja. Kulturgenuss. Hier oben ist die Kultur ein bisschen schlecht, ne? Also hier generell hier oben. Können wir denen irgendwas geben, womit die kulturmäßig sich so ein bisschen glücklich sind? Warte mal. Wir haben ein Kino doch hier um die Ecke, ne? Basket- und Volleyballplatz. Why not einfach? Wie viel, wer kommt da? Alter, hier kommen voll viele, da kommen da hin. Lass uns das Ding mal bauen. Schwimmbad. Boah, ein Schwimmbad wäre halt geil, ne? Hier so ein Schwimmbad wäre irgendwie nice. Vergessen, ne?
Zwergwell pur, das neueste Gerät Zwergoniens ohne den Grünstrick und den fauligen Geruch. Na, ob das schmeckt, ich weiß ja nicht. Das war doch das Beste dran. So, schauen wir mal, ob wir das blöde Schwimmbad da jetzt reinbekommen. Aber wir können auch ein Hallenbad bauen. Ist im Winter vielleicht besser. Jetzt haben wir keinen Bagger mehr, oder was? Sporthalle. Das ist zu groß. Kleine Sporthalle. Aber hier oben eine kleine Sporthalle wäre auch noch toll. Stehen noch Sachen dazwischen. Krieg ich dann Weg hin? Nee. So vielleicht. Und dann brauche ich aber noch eine Kleinigkeit dazwischen irgendwie. Irgendwas für die Leute, weißt du? Irgendwas Schönes für die Leute. Eine DDR-Schwimmhalle. Weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen groß. Mehrzweckraum oder sowas wäre vielleicht schon eher drin. So vielleicht. Gut. Nie mehr im Kackefluss fahren. Ja. Hilbertzenft ist rum jetzt. Und haut 100 Bits. Dankeschön. Aus. Sie fühlen sich leer. Irgendetwas fehlt. Das Wasser ist zu klar und der Geschmack fehlt. Kein Problem. Das neueste Produkt Wasser aus dem Ausfluss ist die Lösung. Siegel Hilbert Apple. So wie es sein muss, ja. Richtig schön zäh. Wir müssen halt ein bisschen was mit der Loyalität machen. Das ist halt ganz schwierig bei uns. So, dann dürfen sich die Baubüros drum kümmern. Das, wie gesagt, die haben ja nicht nur ein paar Sachen zu tun. Gar kein Problem, finde ich. So, kommt. Ist ja eigentlich, wie schaut es denn bei der Zuleitungsgeschichte aus? Also, hier könnte gearbeitet werden. Wir könnten das Wasser zumindest schon flott machen. Wir könnten es auch zwischenspeichern. Und es wären sogar die abgebenden Tanks, um in die Stadt reinzupumpen, wären schon zum Teil gebaut worden. Also ich sehe da eine strahlende Zukunft tatsächlich für den Teil in Bützenbach-Ost. Also da ist auf jeden Fall schon was in Arbeit. Okay, wie schaut es mit der Gesundheit aus? Also bei minus 1,7 scheint sich die gesundheitliche Lage hier einzupendeln. Lass mal gucken. Das wird nicht schlechter, die Leute beschweren sich zwar mehr, aber es bleibt bei minus 1,7. Die globale Pandemie killt natürlich hier nochmal. Hier ist nochmal verschmutztes Trinkwasser, sagt einer.
Wo arbeitet ihr denn? Wo ist denn der eine, dem es dir dreckig geht? Irgendjemand hat da noch an einem verschmutzten Ausguss geleckt. Einer hatte dieses mit dem Trinkwasser das Problem. Hä? Globale Pandemie ist ein Problem, klar. Umweltverschmutzung ist auch, ne, so ein Ding. Unsere Krankenhäuser kommen auf jeden Fall zurecht. Ins Gefängnis gekommen ist natürlich ein Problem für manche. Ja, die Alkoholabhängigkeit liegt aber nur noch bei 4%. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir kaum noch Leute alkoholabhängig haben. Ob dann die Zufriedenheit wieder hochgeht, weil die ja gar keinen Bock mehr drauf haben. Weißt du, wie ich meine? Mal gucken, ob da was passiert. Ich bin gespannt. Konnte kein Krankenhaus besuchen, ist natürlich Quatsch. Loyalität ist ein Problem. Konnte keine Kultur genießen, das ist noch so eine Frage. Kann ich das mir anzeigen lassen? Den Kulturgenuss. Also, dass der hier oben natürlich abnimmt im Verhältnis zu hier, wo es eigentlich geht, verstehe ich ja noch. Ne? Das lösen wir jetzt in dem Fall mit diesen kleinen Projektchen hier. Also, ich erhöhe natürlich hier die Priorität gerade massiv, weil das natürlich schon für die Leute, die hier oben wohnen, ein echtes Thema ist. Für die Zufriedenheit könnte das einen ausschlaggebenden Punkt machen. Und die kommen da nicht ganz rüber, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Hier müsste sich auch die Loyalität anpassen. Schauen wir mal, wird das besser mit der Regierungsloyalität? Gucken wir mal. Nee, nicht wirklich. Ne? Also es bleibt unter 40% hängen. Ich hätte gerne, also ich würde gerne auf 50% kommen. Das wäre halt mein Traum. 50% Regierungsloyalität wäre gut. Da haben wir natürlich hier überall unsere Problemchen. Wir kommen zwar so im Gesamten hin, ja, aber auch nicht ganz. Frage ist, wenn ich hier noch überall das zuklatsch mit Emblemen, ob dann irgendwas besser wird. Oder ob es einfach genauso mistig bleibt wie vorher. Das hat mich aber schon immer ein bisschen genervt. Du kannst das gar nicht richtig machen eigentlich. Du musst da wirklich mit ganz, ganz vielen von diesen Dingern arbeiten und dann erst wird's besser. Und das war schon immer ein bisschen krampfig. Weil die nicht ganz so viel bringen, wie ich mir das erhofft hätte. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Hilbert! Alter, Hilbert gibt heute alles, ne? Hilbert-Zinf ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Die Gessenossenschaften schlagen vor, exportieren von staatlichen Alkoholreserven mit dem Extra-Methanol-Kick in den Westen. So etwas Gutes werden sie nie wieder sehen. Das stimmt allerdings. Und wir exportieren aber auch fleißig, weil wir ja keinen Verbrauch mehr haben. Unser Verbrauch ist ja eigentlich auf Null runtergegangen. Und deswegen exportieren wir quasi das Zwergbräu tatsächlich komplett raus. Ne? Also das geht alles komplett weg. Stoffe produzieren wir halt auch sau viele, ne? Das können wir gar nicht so schnell verarbeiten, wie wir das produzieren. Aktuell ist das auch Lager ziemlich voll. Aber auch hier, wir nähern uns langsam so der... Natürlich nur langsam. Aber wir nähern uns der Exportgrenze schon ein bisschen. Auch hier, auch beim Nahrungsmitteln, wird es schon langsam besser. So, es wurde nochmal auf die Kinder. Lippo hat gerade was von den Kindern gesagt. Jetzt schauen wir mal, wie ist denn der Stand? Ja, durch die 65% Zufriedenheit natürlich kein Boom da, ne? Also kein Boom, ne? Ist ein bisschen schwierig. Ich meine, mal gucken, gut, man kann ja natürlich jetzt sagen, okay, was passiert denn, wenn wir jetzt hier überall diese ganzen Statuen hinbauen und so? Könnten wir dann wenigstens den Abzug hier lösen? Ja, weil momentan haben wir ja niedrige Regierungsloyalität, ist zwar nur minus 0,8, aber minus 0,8 würde jetzt ja schon helfen. Es würde schon ein bisschen was bringen. Also, das zu bauen hätte natürlich auch schon ein bisschen Charme. Weil wir damit natürlich auch einfach ein bisschen Loyalität hier reinbekommen. Das würde hier manche Sachen doch durchaus erleichtern. Kleiderimport stoppen? Ich weiß gar nicht, importieren wir noch so viele Klamotten dieses Jahr? Import von Ressourcen?
Kleidung importieren wir aber nur noch, das ist nur sporadisch tatsächlich. Das ist ganz, ganz wenig, was wir importieren. Leider nicht, das, was mich wirklich essentiell interessieren würde, wäre der Export wiederum. Und der Export ist bei uns quasi was heißt zusammengebrochen? Schau mal, in diesem Jahr haben wir 22.000 jetzt durch Alkohol. Seit wir den Alkohol, seit wir die Prohibition gemacht haben, geht halt natürlich als auch so viel Alkohol in der Produktion natürlich auch in den Verkauf. Beim Import schaut es mit Sondermüll so aus. Da haben wir fast 250.000 im Jahr verdient jetzt schon. Die Frage ist natürlich, die Umweltverschmutzung ist jetzt auf 1,6 runter. Ich habe keine Ahnung, woran das gemessen wird. Ich erhöhe jetzt mal auf maximale Produktion in der Sondermüllgeschichte. Und damit wir unseren Einnahmen noch ein bisschen den Extra-Kick geben können. Und schau mal, ob sich das irgendwie auf unter 2% hält. Unter 2 wäre toll. Den Stoffüberschuss exportieren, ja, würde sich aber... Also Stoffexporte geht so, ne? Das haben wir aus der Not gemacht. Das macht ein Tausender knapp pro Tonne. Das ist jetzt nicht die Wucht, was wir da reinbringen. Die 3,5 da für Klamotten finde ich stabil wesentlich interessanter. Müssen wir aber halt erstmal die 40 Tonnen hier erreichen ungefähr, damit der Autoexport anschwingt. Ich meine, wir haben hier gut Arbeitskräfte drinnen. Die produzieren auch schon ganz okay. Ich meine, klar, mehr geht immer. Aber ja, wir werden sehen. Wichtig ist, dass die Nahrungsmittel immer weiter nach oben gehen. Wie gesagt, auch da um die 50% ist die Exportschwelle. Wäre schon geil, wenn wir das erreichen würden. Das erreichen wir aber auch nur dann, wenn wir jetzt langsam mal es hindeichseln können, dass wir endlich mal unsere Leute ein bisschen im Griff haben. Okay, unsere insgesamt schaut das jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Also wir haben jetzt unsere Leute bei 2,4 durch den neuesten Arbeitsimport hier. Babys gehen nach oben, Kinder gehen auch leicht jetzt mal nach oben. Das ist sehr erfreulich gerade. Auch unsere Universitätsabschließer sind gut dabei, Schulabschließer sind gut dabei. Schaut alles gar nicht schlecht aus. Jetzt schauen wir mal, wie viel... Verbrauch bei maximaler Produktion 2,4 Tonnen Stoff auf 1,2 Tonnen Kleidung ist so der Mittelwert. So, hier sind mittlerweile die Baustellen abgeschlossen. Auch das bringt schon ein bisschen eine leichte Regierungsloyalität rein. Heberzenft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Nochmal, Alter. Zwergonin, eine Wohlfühloase für alle. Größter Abnehmer für Sondermüll. Bützenbach, die grüne Stadt. Auch Braun ist hier gern gesehen. Planen Sie Ihren nächsten Urlaub in Bützenbach. Bützenbach, immer ein Besuch wert, sage ich euch, wie es ist. Dankeschön, Hilbert. Okay, dann gehen wir mal hier ein bisschen rein, damit hier auch Straßen mal gebaut werden. Gut. Ja, unsere ganzen Baubetriebe sind halt komplett, was das angeht, am Limit. Hier wird an einem Mosaik rumgebaut. Wo ist das? Ja, gut, das ist halt Bützenbach Ost, ne? Die bauen halt viel noch in Bützenbach Ost auf, weil da halt auch echt viel fehlt. Und hier sind halt auch noch kleine Baustellen, die halt abgearbeitet werden müssen. Nachdem jetzt endlich wieder Leute auch da sind, ist dieser Abbau, und das ist genau das, was wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben, wenn wir keine Arbeiter hier an der Bushaltestelle haben, bricht unser gesamtes unsere gesamte Bauwirtschaft in sich zusammen. Wir haben die Fahrzeuge, wir haben aber kein Personal. Und das ist ein gewaltiges Problem. Das wird immer dann besser, wenn hier Fußgängertunnel zum Beispiel, ne, der muss gebaut werden. Und wir wissen alle, diese Fußgängertunnel sind sau aufwendig zu konstruieren. Ja, hier unten zum Beispiel wird es besser. Ein Tunnel ist schon fertig. Aber hier fehlt natürlich auch überall. Hier werden massenhaft Arbeitskräfte, werden jetzt auf diese Baustellen geschoben und müssen hier halt fertig werden. Und das ist eine gute Sache, die hier passiert. Schauen wir gerade, hier ist ein bisschen Überlast drin, dann können wir auf Maximum hochgehen, dann schaffen die Leute es hier auch.
Ja, sehr gut. Genau. Brauchen wir die Statuen ein bisschen mehr Prio. Hützenbach Ost ist noch nicht am Wassersystem angeschlossen, weil Wasser noch nicht fertig ist. Und wir haben jetzt Juni. Ich würde da gerne im Frühling anfangen, einzelne Wasserzubringer abzureißen. Und da müssen wir halt eine ganz andere Geschichte im Blick behalten, und zwar Bauschutt. Ich vermute mal, wir haben ein kleines Problem. Es kann kein Bauschutt mehr gelagert werden. Wir sind bauschuttvoll. Das heißt, wir brauchen ein neues bisschen Müllhalde. Brauchen eine neue Müllhalde hier. Wo wir Bauschutt lagern können aktuell. Bringt Bauschutt Geld? Ja, tatsächlich. 6 Rubel die Tonne. Für den Moment wäre es machbar, ne? Dass wir sagen, lass uns das mal exportieren, das Zeug. Hauptsache, wir kriegen sie erstmal raus. Recycling können wir noch nicht machen, brauchen wir Forschung. So. Wie schaut es jetzt mit der Gesundheitsgeschichte aus? 1,7. Das hält sich, also es steigt auf jeden Fall, die Umweltverschmutzung steigt an, aber es bleibt unter 2%. Gut, das meckern immer mehr, dass sie keinen Alkohol kriegen müssen, aber die Abhängigkeit ist auf 3% gefallen. Ja. Ja, wir haben schon extrem Stau an der Grenze. Ich versuche die Grenze möglichst nicht mehr weiter zu belasten, weil das halt echt blödsinnig ist, ne? Haben wir ja noch ein bisschen was zum Abriss? Das haben die eigentlich ziemlich erstaunlich schnell abgerissen alles. Gar nicht schlecht, das haben die gut hinbekommen. Gut, lassen wir die auch mal machen. Unser Geld geht langsam auch baden, ne? Also Ende ist bald erreicht. Schaut hier aus, hier fehlt es auch an Arbeitskräften, um die Busse weiter zu reparieren. Habe ich da irgendwas abgerissen und vergessen? Nö, ne? Hier fehlt es an Arbeitskräften. Hilbert! Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Säufer Zwergoniens, vereinigt euch. Der Alkohol steht euch zu, legt die Hämmer und Sichel nieder und greift zu den Flaschen. Zeigt der Regierung, wo der Hammer und wo die Sichel hängt. Mit Sicherheit. Wir kriegen kein Material rein. Wir haben einen massiven Stau hier vorne. Ja, die wird mit Materialien beliefert. Aber unser Problem ist der Stau. Die verbrauchen das schneller, als das reinkommt. Und das ist, glaube ich, ein größeres Problem gerade, was hier im Ansatz hängt. Ist bestimmt irgendwo einer dabei, der eben was importieren möchte. Oder aber die Verteilzentren sind komplett überlastet. Das kann auch sein. Kunststoffe brauchen wir. Ist hier einer auf dem Weg? Nee, es ist keiner auf dem Weg. Da sind ein paar Kipper, die sind es nicht. Das ist der hier. Die machen auch da die Beladung. Das sind alles aber noch diese billigen, kostenlosen Verteilbüros, ne?
Und die hängen hier auch noch dran. Aber hauptsächlich wegen der Tankgeschichte noch. Wir könnten hier aber nochmal einen LKW kaufen, aber brauchen wir erstmal ein bisschen Geld dafür. 1,7 nehmen wir wieder auf. Und zahlen 1,2 Millionen ab. Gut, dann haben wir das gehalten. Und haben ein bisschen Geld. Für den Moment. Wir sagen hier, wir wollen offene Ladefläche haben. Die können das nämlich transportieren. Nein, das ist falsch. Die können das gar nicht transportieren. Stop it. Stopp, stopp, stopp. Ey, jetzt lass mich in Ruhe. Abgedeckte Ladefläche, die brauchen, die können das transportieren. Vielleicht haben wir das Fahrzeug nämlich irgendwie woanders hingepackt. Das kann durchaus passiert sein. Und was bei dir passiert? Die haben nur Kipper. Ja gut, das kann natürlich daran auch liegen, ne? Dass wir es einfach ein bisschen verbummelt haben, ne? So. Gut, dann sollte das sich jetzt wieder gleich akklimatisieren mit der Zubeladung. Okay, wie schaut's hier aus? Die Geokarte dauert noch ein bisschen. Ja, es ist halt viel Bauwesen gerade am Laufen, ne? Das merkt man halt auch an allen Ecken und Enden. So, die Heizung läuft mit nur noch ein bisschen weniger Leuten. Das muss nur noch Status Quo halten. Das ist okay für mich, ne? Wie wäre ein kleines Zentrallager für Baumaterialien, das von großen LKWs beliefert wird, und um die Zollstation zu entlasten? Grundsätzlich eine geile Idee. Also, grundsätzlich Materiallager finde ich eine gute Sache. Wir müssten bloß fast am... Also ich bin fast am Überlegen, ob wir das generell mit der Zulieferung von Materialien anders lösen in Zukunft. Ich würde sehr, sehr gerne die bauwirtschaftlichen Sachen... Und zwar Kies produzieren wir schon, Holz produzieren wir schon. Zement, ne, brauchen wir Import von Kohle und Kies. Kohle haben wir schon, eine Produktion, dann könnten wir Zement machen. Mit Zement können wir Beton bauen. Beton wäre super geil. Platten, Zement, Kies, ja, und wir können Fertigbauplatten bauen. Das wäre auch schön. Asphalt, gut, das wird ein bisschen schwieriger. Ziegel wäre auch nicht so wild. Kohle... Im Import erzeugt Ziegel im Output. Auch ein Ziegelwerk wäre relativ simpel aufzubauen. All das wäre natürlich ein Anfang, um uns bauwirtschaftlich mehr zu entlasten. Wenn wir Großbaustellen haben, brauchen wir dann nicht mehr ganz so viel, ne? Die Forschung müsste man natürlich noch machen für die Platten. Das ist in der Technischen Uni gar kein Problem, denke ich. Müssen wir aber mal gucken. Ja, wie gesagt, für den Moment ist das erstmal so alles fein. Was ich gut finde, ist allerdings, dass wir jetzt so wirtschaftlich gerade gar nicht mal so schlecht dastehen. Was mir richtig gut gefällt, und das sage ich euch, wie es ist, ist der stetige Wachstum oder stetige Zustrom an Kids, also an Babys. Das hebt natürlich jetzt auch die Kinder an, was wiederum einen dauerhaften Mehrgeburten... Also momentan ist es so, Geburten halten sich, Einwanderer regeln... Und Todesfälle sinken gerade. Ich hoffe, das wird sich irgendwann mal ausmitteln, dass es mehr Geburten als Todesfälle gibt. Das wäre halt massiv wünschenswert. Universitätsabschluss schaut gut aus, Arbeitskräfte steigen und so weiter. Also wir brauchen definitiv mehr Zufriedenheit, damit die Leute halt ordentlich, ne, und so. Mhm. Ne? Genau. Was ich sehr, sehr positiv beobachten kann, ist, dass auf jeden Fall wir trotz der hohen Umweltverschmutzung immer noch eine weitere Steigerung unserer Lebenserwartung haben. Das macht mich glücklich. Was ich nicht so glücklich finde, ist, dass wir halt echt massive Probleme in dem anderen, in den anderen Kramszeug haben. Ne? Das ist halt wirklich dämlich. Ja gut, dass das so lange dauert, das ist mir schon klar. Dass das könnte... Wow, okay, jetzt sind ein paar Leute da. Mal gucken, wie lange das braucht, bis der Beton aufgebraucht ist bei so vielen Arbeitskräften. Die machen diese Basketball- und Volleyballplatzgeschichte super schnell fertig. Schnackseln? Na klar! So. Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits Dankeschön. Raus. Genossen, Genossinnen und Genuskinder, fröhliche Nachrichten. Die Bevölkerung Zwergoniens verjüngt uns das ganz ohne Bestechungen und ein für Einwanderungen. Einwanderungen. Ganz klar liegt es daran, ja. Kommt da jetzt eigentlich der Betonkipper irgendwo her?
Er ist auf jeden Fall auf dem Weg. Er belädt erst noch am Zollhaus. Na, er braucht 100 Jahre, bis der fertig ist. Oh, die neue Lagerhalle für Chemikalien ist schon ready. Das könnte man natürlich über einen, über so ein Ding auch machen. So. Ja, mit dem Waisenhaus, das wäre auf jeden Fall eine gute Sache für die Zukunft. Da müsste man rangehen. Sehe ich uns auch ehrlicherweise hier hinten mit einem Waisenhaus noch in der Verlängerung. Am besten nach der Klinik. Wir brauchen noch hier hinten eine Einkaufsmöglichkeit und dann so ein Waisenhaus, könnte ich mir schon vorstellen. Wäre eine Idee, ja. Okay. Hier wird wild gebaut. Das dauert nicht mehr ewig, ne? Das ist relativ schnell abgearbeitet. Wenn sie die letzte Tonne Beton noch ranbekommen, dann sehe ich da große Fortschritte auf uns zukommen. Hier das, Mehrzweckhalle oder was das ist, das dauert noch ein bisschen länger. Noch ein Kran? Nö, ich glaube, das reicht mit den Kränen. Wir müssen erstmal, unser Problem sind nicht die Kräne, unser Problem ist natürlich die Manpower, die einfach dahinter steht. Es wird zwar an vielen Ecken und Enden hier gerade abgearbeitet, aber das ist auch gut so. Das dauert hier gar nicht mal so schlimm lange. Das, was mir sehr gut gefällt, ist allerdings, dass die Regierungsloyalität jetzt ein bisschen ansteigen müsste. Wir wissen es zwar in manchen Fällen einfach noch nicht, aber ich glaube, das wird besser. Ich habe den Eindruck. Was wir sagen können, ist auf jeden Fall, dass die Regierungsloyalität sollte einen leichten Steigerungswert jetzt dann kriegen, wenn die ganzen Dinger fertig sind. Ich würde halt das Ding jetzt noch ganz gerne mal sehen. Aber da braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen, bis das Fahrzeug hier da ist, oder? Nö, der ist beladen. Der kommt schon. Okay, sehr gut. Und dann können wir nämlich den Blödsinn hier fertig bauen. Da kommt einer. Ist das der hier? Nee, war er nicht. Jetzt ist die Halle wirklich schon fertig? Okay. Ich dachte, die braucht noch so lang. Okay. Wow, können da viele rein. Das war viel, ne? Geht da auch einer rein? Ja, da geht auch einer rein. Jetzt müssten die doch eigentlich mehr an Sport und sowas treiben. Das müsste jetzt hier eigentlich ganz gut laufen. Bin mal gespannt, ob hier mehr arbeiten als tatsächlich dann. Wir können das mal ein bisschen reduzieren. Das ist ja völlig viel zu viel, was hier abgeht. Die sollen da lieber mal ein paar Leute reinstecken. Ja, das schaut jetzt besser aus, ne? Drei Leute, wenn hier arbeiten, ist eine völlig solide. Alter, okay, vielleicht sollen wir doch nochmal anpassen. Grundsolide einfach. Hier wird auch noch fertig gearbeitet. Das wäre halt noch cool, wenn sie das noch vor dem Winter fertig bekommen würden, diese Volleyball-Geschichte und so. Das fände ich irgendwie einfach nett, wenn die das hinbekommen würden, weil das ist halt schnell gemacht, ne? Und dann wieder ein Bauauftrag weniger wieder. Das ist einfach gut, ne? Hier hinten wird es auch immer besser, ne? Hier sind viele Sachen einfach fertig gebaut. Kommen die zum Beispiel zur Uni hoch? Die kommen zur Uni hoch, gar kein Problem. Die kommen auch hier vorne zum Lebensmittelmarkt, das ist geil. Kommen die auch zum Lebensmittelmarkt? Ja, kommen sie auch. Das heißt, hier hinten wäre ein Lebensmittelmarkt gar nicht mal so erforderlich. Die würden das auch hinbekommen. Die kommen zu dem Lebensmittelmarkt, schaffen sie es. Okay, sehr cool. Das ist fein. Oh, guck mal. Hilbertzünft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Danke für weitere 100. Genossen und Genusssportler. Neue Möglichkeiten zum Vendorspot sind gegeben. Die Gelegenheit zur Teilnahme an den Zwerg-Onischens Fallen war noch nie so nah. Ah, die zwergonischen Spiele sind das Beste, ja. Ich mache hier mal nur 3 rein oder so. Das reicht schon. Ne, müssen die Leute auch wahrnehmen, dass hier Angebot ist, ne?
Hier geht's auch gut auf gerade. Ich sehe hier keine dramatische Überlast. Das müsste jetzt eigentlich diese können keinen Sport treiben Bewegung, müsste das jetzt eigentlich tatsächlich mal ein bisschen in den Griff bekommen. So, 2% Alkoholabhängigkeit. Wir arbeiten uns auch auf den Bauchplatscher zu. Das ist richtig gut am Runterlaufen. Alter Schwede, ist das gut. Lecco mio, das ist, gefällt mir. Cool. Leute. Nächsten Stream werden wir uns mit Wasser beschäftigen, meine Freunde. Dann wird Wasser startklar gemacht. Stromverteilung auch noch eine Baustelle, aber für nicht für nächstes Mal, sondern eher für, ja, vielleicht übernächstes Mal. Uns wird das Wasser beim nächsten Mal sehr, sehr stark beschäftigen. Gegebenenfalls auch mal Abwasser. Müssen wir schauen. Well, I don't know. Ja. Ja, das wird auf jeden Fall so ein Thema werden. Alkohol, wie gesagt, strömt in Fließen. Fließt in Strömen. Nahrungsmittel im Exportbereich. Kleidung bald im Exportbereich. Da läuft's gut. Ich sehe auch für Bützenbach tatsächlich mal irgendwann eine leichte kleine Geschichte hier am Laufen. Umweltverschmutzung ist gesunken. Warum auch immer. Keiner weiß es so genau. Okay, es läuft auf jeden Fall. Ja. Die allgemeine Zufriedenheit sollte auch beim nächsten Mal vielleicht noch ein Thema sein. Morgen ein Stream? Ja. Morgen ist Samstag. Ja, ja, morgen ist Stream. Libo hat mit dem Heizkraftwerk, muss man sagen, ins Schwarze getroffen. Also Libo hat die Situation erkannt. Ich muss das sagen, Respekt. Nicht schlecht. Das hat Bützenbach aus dem tiefen Tal gerettet. Und mit dem Wasser, ja, genau.